immer wieder ein Beispiel. Ich habe ja ein Video hochgeladen, neulich. Problemlösung Tipp. Da habe ich das so ähnlich gezeigt, dass man eben wirklich, ich habe jetzt noch einen zweiten Flansch und habe ja nach und nach die Innenwerkzeuge aufgebaut, dass man dann aber auch, wenn man alle Werkzeuge eingebaut hat, mal mit dem Handrad Positionen abfährt, wo das Werkzeug hinfährt, damit halt hier sowas nicht passiert, irgendwo wie ein Crash. Denn die Werkzeuge, ich habe jetzt, jetzt auf Plan drehen, auf X minus 1,6. Bei 08er Platte, das ist auf minus 1,6 in X Plan. Und das Werkzeug steht sowieso ein bisschen weiter vor als diese Werkzeuge, da macht mir keinen Gedanken. Da kann nichts passieren. In dem Moment, wo er plant, sind diese Werkzeuge frei. Das ist nicht das Problem. Ja, also da passiert nichts. Aber auch nur, weil eben wirklich das Werkzeug weiter vorsteht. Sonst würden die hier oben rein knallen. Oder er würde hier unten drauf reinkommen in den Rohling. Aber du hast ja auch hier noch Innenwerkzeuge. Ja, wenn du jetzt nicht längere Backen hast, kann es passieren, dass die Backen hier reinknallen und so weiter. Und unten ist ja noch der. Der Wendeplattenbohrer. Und da muss man natürlich auch gucken. Dass das alles vorbeigeht, dass die Backen vorbeigehen. Das muss man mal prüfen, wenn man das zum ersten Mal macht. Das muss man wirklich checken. Und vor allem auch, wenn man alle Werkzeuge eingebaut hat und nicht wie eben, das erste Teil eingefahren, nach und nach die Werkzeuge eingebaut. Beim zweiten Teil macht es dann Boom. Mit allen Werkzeugen, die man braucht, X und Z abfahren. Wo will das Werkzeug hin? Habe ich den Platz? Ich fahre jetzt noch mal ein Z und dann sehen wir nämlich auch wieder ein Problem. Das ist kein großes Problem, aber ich habe ja vorhin schon gezeigt, da fährt der bis Z-40, das war klar. Das mit den Backen, das habe ich ja vorhin schon gezeigt. Das habe ich ja vorhin schon gecheckt. Dann muss man aber auch gucken. Ja, die sind jetzt relativ kurz. Aber wenn man jetzt einen langen Wendeplattenbohrer hat und einen langen Innendrehmeißel, dann kann es auch schon mal schnell passieren. Das haben wir auch schon gehabt in der Firma bei den Kollegen. Da hat sich dann der Bohrer hinten in die Gehäuserückwand reingedrückt. Ja, weil er nicht dran gedacht hat, ach, anstatt den 100er Bohrer kann ich auch den 200er nehmen. In der Länge. Ja, der war dann ein bisschen zu lang und ist dann da hinten irgendwo in die Rückwand geballert. Also immer Augen auf und alles lieber einmal mehr überprüfen als einmal zu wenig. Ja.